Herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit Arezu. Ich bin Arezu und nachdem wir eben eine kurze Begegnung mit Jonathan Crane hatten. Crane's Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Ja, du dich verloren, den hier heben wir noch kürzlich für Gordon. Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Bats. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Gut. Hallo, die sind wohl echt. Die Leute mit Messer sind immer gemeint. Da kann ich nämlich nicht einfach ablocken. Den muss ich ausweichen. Oh oh. Aua. Aua. Na los. Angriff. Mach. Dover Kerl. So, Upgrades. Müssen wir mal wieder machen. Ausschalten, Spezialkombo haben wir doch schon. Achso, das können wir nochmal upgraden dann. Okay, Spezialkombo Boost. Nach dem Erreichen einer 5-fachen statt einer 8-fachen Kombo können spezielle Combo Boosts eingesetzt werden. Sowas ist schon mal nett. Combo Battering, kritische Combo, Panzer Upgrade. Damit halten wir mehr aus. Battering Kraft erhöht die Effizienz des Standards Batterings und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Zwillings Battering ist an sich cool, ferngesteuerter Battering ebenfalls. Multifrequenzzünder. Das Explosivgel kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Dies ermöglicht wiederum erweiterte Techniken zum Ausschalten. Automatische Näherungszündung. Im Gefahrenfall wird das Explosivgel automatisch gezündet. Die Ziele sind dadurch vorübergehend kampfunfähig. Der Multifrequenzzünder ist wahrscheinlich interessant. Wir probieren es. Näherungszünder, ich habe keine Ahnung, wie das bei einem G funktionieren soll. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal den Frequenzzünder. Moment, wir sprühen. Und wir sprühen hier. Ich nehme an, dass es dann einfach in der entsprechenden Reihenfolge ist. Achso, nee, benutze den Zoom, um eine bestimmte Ladung zu zünden. Dann wäre jetzt noch die Frage, Moment, wenn wir zwei direkt nebeneinander machen, also nicht ganz direkt, aber einigermaßen direkt. Und jetzt nur eine davon anzoomen, nämlich die hier. Ne, dann gehen trotzdem beide weg. Ne, muss man ein bisschen mit dem Abstand experimentieren. Mal diese Klapperzähne. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harry hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harry zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Na, ganz toll. Gut, erstmal doofe Kamera. Hoppala, doofe Kamera. Erstmal Geheimniskarte. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Okay, und da. Ist dieser Bär der Fluch seines Lebens oder so, hieß das Rätsel. Moment, wir gucken es uns nochmal an. Nein, da. Ist dieser Fluch der... Ist dieser Bär der Fluch seines Lebens? Ich weiß nicht, auf wen sich das bezieht. Ich meine, es gibt den Ventriloquist, der... Oh Gott, wie war das deutsche Wort? Auf den wird sich das sowieso nicht beziehen. Der Bauchredner. So. Das eine hätte ein Affe lösen können, aber trotzdem gute Arbeit. Bane? Was hat Bane mit einem... Was? Okay. Ich weiß nicht, was Bane mit dem... Wurde vielleicht Venom in den Bären geschmuggelt? Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters, dessen Gefängnisstrafe zu
Ah ja, Entschuldigung. Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in dieser in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Gut, das wusste ich nicht. Also einfach tatsächlich ein Teddybär. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Für militärische Experimente zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willen als einziger und konnte fliehen. Als Machtbeweis jagte er Batman und brach ihm das Rückgrat. Aber dieser überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venom-Zufuhr unterbrach, der Bane seinen übermenschlichen Fähigkeiten verdankt. Bane wurde tatsächlich damals erschaffen, ähnlich wie Doomsday für Superman, als jemand, der endlich Batman besiegen konnte. Jemand, der nicht nur ihm auf körperlicher Ebene überlegen war, sondern ihm auch geistig ebenbürtig war. Bürgerlicher Name unbekannt, Beruf, ja, Berufsverbrecher, Operationsbasis Gotham City, naja. Augen braun, auf Venom grün und hier auf dem Bild rot. Haare braun, Größe 1,67, auf Venom 2 Meter und 3 cm. Gewicht 64 Kilogramm auf Venom 159 Kilogramm. Wie funktioniert das? Also der größte Zuwachs ja, aber das Gewicht, wo kommt das her? Erstes Auftreten, Batman Vengeance of Bane Nummer 1. Januar 1993. Oh, ist ja noch ziemlich jung. Eigenschaften strategisches Genie, zielorientiert, ungewöhnlich heftige Reaktion auf Venom, das ihm außergewöhnlich körperliche Fähigkeiten verleiht. Entschlossen, Batman und alle anderen Gegner zu besiegen. So, wir dürfen niemanden alarmieren, wenn wir zu Harley gehen. Hallo Harley. Und eben bei Jokers Ansage konnten wir ja natürlich mal wieder hören, wie sehr ihm Harley am Herzen liegt. Wenn er Hu schon in Aussicht stellt, eventuell sie Hu mitzuschenken. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht aufmachen. Oh Gott, was ist denn da? Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt ja, aber... Ja, wer Batman töten würde... Wow. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Ring sieht. Wenn es soweit kommt... Erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Okay, du wirst mich bitte nicht sehen. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert. Was haben wir hier? Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Ja, die sind ihm noch mal egaler als Harley, aber sie sollte das auch nicht überschätzen. Also ihre Beziehung mit dem Joker. Was sie natürlich trotzdem tut, aber... Das ist so cool, alter Mann. Warte nur ab. Glaubst du irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Okay, wir haben noch 4 Gegner. Da unten ist einer. Da hinten, den hier können wir wegschnappen, wenn der da nicht herguckt. Wenn der herguckt, haben wir ein Problem. Der da oben... Achso, der da oben ist Harley. Also die da. Kein Problem also erst einmal. Gut, wenn der um die Ecke gegangen ist, dann geht's hier los. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein, das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. J hat wieder gewonnen. Und so. Wie kommen wir jetzt an die anderen beiden ran? Hoppala. Wir gehen lieber wieder rein, bevor uns der da hinten sieht. Ich hoffe, es nervt nicht zu sehr, dass ich dauernd umschalte, aber ich guck lieber durch die normalen Augen als durch den Detektivmodus. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Okay, Moment, wir gehen hier durch.
und gucken mal, ob wir hier noch durch können, aber... Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Na toll. Eben mussten es die Leute noch wirklich wissen. Jetzt reicht's, wenn sie es glauben. Okay, hier kommen wir nicht durch. Eventuell könnte man das aufsprengen, aber damit würden wir etwas zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Okay, der da geht gerade nach unten. Der guckt nicht her. Er hat keine Chance. Du wirst geschnappt, Quinn, geschnappt und weggeschossen. Die scheinen irgendwie Harley nicht so zu mögen. Gut, da habe ich gerade nochmal die Probe gekriegt. Ah, verdammt, nee, hier kann ich nicht. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle, wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Ah. Verdammt, die stehen ein bisschen zu nah aneinander. Aber ich muss die auch gar nicht ausschalten, ich muss nur durchkommen, also ist das eventuell gar kein so großes Problem. Hoppala, wenn der da lang kommt wieder, dann schon. Okay, Moment, wir schleichen hier lang. An dem vorbei. Und jetzt sind wir hinter dem anderen. Okay, jetzt haben wir sie. Alleine hat der andere keine Chance. Ach so, Gordon redet die ganze Zeit mit ihr. Ich habe die Stimme nicht so vertraut drin, deswegen dachte ich die ganze Zeit, die Schurken antworten. Die reden ja auch gerne mal. Gut, geh los. Geh los. Aber nicht zu schnell. Wir müssen dich auch noch einholen können, sobald er vorbei ist. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Und so. Damit haben wir den. Gut, uns sieht niemand. Gab es hier eigentlich ein Rätsel? Ja, lach ruhig, Quinn. Lach ruhig. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Ich habe ein Problem. Okay, wie kommen wir dann da durch? Na, naja, wahrscheinlich einfach Klöckling Hook von der Seite. Hoppala. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle, wenn du die Maus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Nee, das ist vergittert. Oh, da drin haben wir noch eine Aufnahme. Gehen wir da erstmal rein. Verschlossen. Das ist schade. Gut, schauen wir mal hier oben, ob wir irgendwas finden, wie wir das auf... Oh, wir können einfach rüber hopsen. Also erstmal rauf hopsen. Auch schafft. Cryptic Investigator. Und eine Herausforderung haben wir freigeschaltet. Und ausschalten. Hallo, Harley. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Klappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Es nebelt. Freeze? Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Oh. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Jetzt hat er gerade noch kein Venom. Die Brucher
Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Oh oh. Tja, aber meine Vermutung, was das Projekt Titan und Patient X angeht, hat sich jemand bestätigt. Bane, du tust mir doch nichts, oder? Bane will mir was tun. Au. Gut ausgewichen, Arisu. Toll gemacht. Und da läuft er gegen die Wand. Sehr gut. Au. Ja, nicht so gut. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Fall. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich will. Oh oh, oh oh. Okay. Das hat geklappt. Und au. Oh. Okay, alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Der Battering scheint schon mal der richtige Ansatz zu sein. Yay! Einmal Venom weniger. Aua. Denn er hält sich die Hand vors Gesicht und kann dadurch nicht richtig treffen, offenbar. Oh Gott. Er schickt Leute runter. Wow! Oh Gott. Ich frage mich, ob der das überlebt hat. Hoppala. Ausweichen. Oh Gott. Armer Kerl. Au. Manchmal schlägt er nach hinten und manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran ich erkannte, wann nicht. Ich werde dich verpflichten. Na los, komm her. Trau dich. Und so. Noch einmal Venom weg. Dann werden jetzt gleich nochmal Leute kommen. Einmal springen kann man immer, bevor... Oh Gott! Da habe ich kurz Bane vergessen. Die Fledermaus ist am Ende! Nicht das... Au! Oh. Rückgrat. Oh, aber... Achso, nee. Hätte mich auch ein bisschen als out eigentlich. Es sah gut so aus. Schussi. Glaubst du? Na los, komm her. Tschüssi. Und... Okay. Beim zweiten Mal, wenn der Balken oben leer ist, können wir angreifen. Beim ersten Mal noch nicht. Was ich eben sagen wollte zum normalen Kampf. Einmal zwischenzeitlich kann man ausweichen, ohne die Combo zu unterbrechen. Mhm.
Oh, die stehen aber gleich wieder. Das ist auch schon beeindruckend. Ihr solltet da weggehen. Oh Gott, oh Gott. Oh, au, aua, okay. Aber diesmal haben wir den ersten Treffer relativ spät abbekommen im Vergleich zum ersten Mal, zur ersten Runde. Okay, er holt ein Stück Wand. Los, komm her. Los, komm doch. Oh, der Batwing ist zurückgekommen. Hoppala. Da hat das Ausweichen kurz gut geholfen. Hoppala. Ja, nein. So klappt's nicht. Ich frag mich, ob der schnelle Batarang hilft, also ohne zu zielen. Probieren wir's mal. Ja, funktioniert tatsächlich. Und Ladung Nummer 2 kriegen wir weg. Gut, 6 Gegner bekommen wir jetzt noch dazu. Schnell mal auf die Ränge geguckt. Oh Gott. Aber denen geht's auch gut. Okay, ich habe ihn, glaube ich. Ja, ich hatte ihn schon erwischt, aber dann nochmal jetzt. Los, ein bisschen. Ah, verdammt. Ganz schlechtes Timing mal wieder. Aua. Oh, doch nicht aua. Wurde ja gar nicht getroffen. Und wow. Ganz ruhig, Bane. Hoppala. Ja, ich verziele mich gerade etwas. Okay, er füllt sich jetzt wieder auf. Aber trotzdem, der nächste Angriff sollte es dann sein. Und... hoppala. Au! Aua! Aua! Ganz ruhig. So, da haben wir ihn. Einfach kurz abwarten, bis er nicht mehr rumwärtserkert. Errungenschaft freigeschaltet. Baneful Payback. Warum rufen wir das? Batman, geht's dir gut? Batmobil? Mir geht's gut, Jim. Fliehen wir? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Oh Gott, die Maske sieht schon nicht mehr gut aus. Oh, deswegen rufen wir das Batmobil. Ich zerbreche dich, Batman. Nicht schon wieder. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Au. Tja. Oh, toll. Es gibt eine Feder. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Young Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe.
Tja, man kann schlimmer beleidigen. Besonders, wenn man Oracle, gefoltert wird. Geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Tja, okay. Wir sind vorbereitet auf alles und haben überall Betthöhlen offenbar. Finde in Arkham North den Höhleneingang bei Deadman's Point. Hallo Leute! Er ist hier! Na, was soll denn das? Aua! Und zack und zuck und hoppala. Da dachte ich, ich wäre schon im Kombo-Bereich. War ich aber noch gar nicht. Und wupp. Du bist tot, Batman. Ja, da wollte ich das sofort ausschalten benutzen. Hat aber auch wieder nicht geklappt. Weil niemand stand. So. Nord. Gehen wir überhaupt nach Norden? Gehen wir tatsächlich. Die Frage ist, ob wir hier durch können. Ja, scheint so. Das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Also, durch den direkten Ausgang kommen wir nicht. Dann, Tweedy und Tweedy Dumm sahen es. Kannst du es sehen? Nee, weil ich keine Ahnung habe, was Tweedy und Tweedy Dumm gesehen haben. Ich bin mir nicht mal sicher, wer das sind. Vielleicht... ich glaube, das waren die, das waren Unterstützer vom Joker. Aber würden eigentlich eher zum Mad Hatter passen. Schaffst du noch mehr? Figur freigeschaltet, yay. Denn ich glaube, Tweedy und Tweedy Dumm kommen aus dem... Detektivmodus will ich. Danke sehr. Kommen aus, dem Wunderland. Also... im Sinne von Alice im Wunderland. Aua! Ja, okay. Den muss man ja erst betäuben. Mit denen bin ich noch nie wirklich klar gekommen, mit den Messerkämpfern. Dabei ist es an sich gar nicht so schwierig. Einfach eine Betäubung und dann raufhauen. Oh, du stehst ja immer noch. So. Mit dem... mit der Innenseite des Ellenbogens nochmal raufgehauen. Warum auch immer damit. Ja, die Animationen sind zum Teil... merkwürdig dort, aber das Spiel an sich... ist erstmal ziemlich cool. Also die, das scheint tatsächlich den Fokus nicht auf den Kampf gelegt zu haben. Beim Animieren, was eine interessante Entscheidung ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, weil dafür sieht der Umhang, wenn man rumläuft, einfach extrem cool aus. Ich hoffe, dass ich eine etwas weniger beschädigte Rüstung bekomme, wenn ich nach unten gehe. Also ich gehe davon aus, dass die Betthöhle unten ist, in Anführungszeichen. Gut, Norden ist hier richtig. Deadman's Point. Moment, ist das hier Deadman's Point? Also wir haben dort ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen bedeutet gewöhnlich Quest. Aber hier mittendrin soll der Eingang zur Höhle sein? Das wäre etwas merkwürdig. Sehr merkwürdig.
Wo bin ich jetzt? Warum bekommen wir nicht die Karte direkt? Nee, hinter uns ist das Ausrufezeichen irgendwo. Aber vielleicht soll das auch einfach nur markieren, hier ist Arkham Nord. Ich muss... Achso, weil ich noch upgraden kann, deswegen. Multifrequenzzünder. Ja, das haben wir doch schon. Moment mal. Also nein, da ist nichts Neues. Automatische Näherungszündung brauchen wir nicht. Ich würde sagen... Ferngesteuerte Battering ist cool, aber den will ich jetzt noch nicht. Panzer-Upgrade, umgekehrtes Ausschalten haben wir schon. Ich will den Spezial-Combo-Boost, damit wir nach 5 Treffern uns schon schneller bewegen. So, jetzt kommen wir auch automatisch zur Karte. Und links. Ist hier der Höhleneingang? Dürfte nicht. Wie gesagt, viel zu offensichtlich wäre das. Das würde jeder Gärtner finden. Aber wenn wir hier rüber hopsen. Ah. Ziel erreicht, finde in Arkham Nord den Höheneingang zu Deadman's Point. Aber das dürfte es auch noch nicht sein. Das bringt einen wahrscheinlich wirklich nur zum Deadman's Point, wo man dann noch den Höheneingang finden muss. Erstmal. Oh. Noch was vom Geist von Arkham. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Gut, ich sehe gerade, wir haben überzogen. Das heißt, ich beende mal schnell die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ich hoffe, diese hat gefallen. Lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.